So. So. Sonst habe ich halt einen Part mal wieder ohne Begrüßung. Yay. Ich kann mal versuchen, die Internetverbindung mal kurz wiederherzustellen. Einen Moment. Internet. Internet. Ja, kannst speichern. Es hat einen Schatz versteckt. Was für ein Schatz hat er versteckt? Ein Megastein. Na? Internets. Internets funktioniert wieder. Dankeschön. So. Ja. Da. Bahnhof. Achso, ich habe das Schild gelesen. Ich habe. Kehrtwende ist für dich. Okay. Der Typ ändert aber auch alle 5 Minuten seine Meinung. Meine Kehrtwende nach der anderen. Okay. Sonderbonbon. So. Watch my Video. Okay. Wo könnte der denn einen Schatz versteckt haben? Hm? Aha. Ein Feuerheiler. Super. Das ist Treasure. Give me all the treasures. Da ist noch was. Ether, okay. Drüben ist auch noch was. Alter. Hm? Ah. Prachtfeder. Key. Scheint nichts mehr zu sein. Geht die Stadt hier unten weiter? Ja, Tatsache. Bist du drin, wenn er zum Honig. Oder die alle. Ja, das weiß ich schon. Hey du. Ein Fotoalbum kann eine in aufregenden Zeiten wieder aufleben lassen. Auf ähnliche Weise hat man in. So, die Möglichkeit, die Erinnerung Attacken, die sie eins beherrscht. Ja, das weiß ich doch schon längst. Das weiß ich doch schon alles. Wir haben diese Kunstmode, da war ich auch schon. Was ist so wie eine Reise? Ah, findest du das also? Dann zeig mir doch mal, hier ist was erstellt. Also, es findest. Nein. Okay. Ja. Nein. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ist richtig. Ist richtig. Yay, Holzkohle. Schlüssel. Kleiner, großer, vermutet, ja. Ich möchte kein Glückssignal weitergeben, danke. Was? Mikri, da kannst du. Das gute Mimikri ist, dass man dabei etwas ändern kann. Warum sagst du mir etwas über Mimikri, aber gibst mir dann nichts? Hm. So. Ich möchte nicht das Wundertauschen ausprobieren. Dankeschön. Ja, hier geht's ja wieder raus. Ich möchte den Schatz haben. The treasure. I need the treasure. I need all the treasures. Moment. Hast du gerade reagiert? Hm. Ja. Hallo, Fotokauz. Mach mir ein Foto. Make a photo. Ich finde das gerade zu geil, dass er da steht mit den Dingern in der Hand. Ne? Mmh.
Ach, stimmt, das kann man einfahren. Ja, komm. Das sieht sehr strange aus mit dem Altradar, aber okay. Ja, komm. Was 500. Wait. Hä? Achso, da oben ist irgendwas. Okay. Was ist hier drin? Was ist das? Was ist der Mosai? Okay. Nichts Interessantes. So. Vor allem, wenn du den Pokémon umgehen kannst. Ja. Okay, nichts Interessantes hier. Oh! Hey! Soll ich die Ohrkräfte erklären? Nein. Ich kriege neue Ohrkräfte. Inkognito-Kraft. Inkognito-Kraft bewirkt, dass man weniger wilde Pokémon gegen hat. Okay. Halt einen Schutz. Why not? Okay. Okay. Schutz. Warum nicht? Was feuert ein Skarpisto mit einer Pistole ab, wenn es bei eigenen Gase explodiert lässt? Keine Ahnung, ich würde aber gerne ein Skarpisto haben. Wow, was soll hier dein Preis? Siedewasser. Okay. 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 Ich hätte aber gerne ein Skarpisto. Aber das gibt es noch nix. Und die Leute, die das in Dings angeben, Tafelwasser. Danke. Achso, man kann hier drüber laufen, okay. Die das im, wie heißt es? Im Global Link Netzwerk angeben. Die wollen immer die Welter dafür haben. Weil es Idioten sind. Yay, Aquana, hier ist das Surfen nicht verboten. Okay, da kann ich nicht runter. Ich tippe. Wo hat er den fucking Schatz versteckt? Aha. Eine Schönschuppe, da habe ich aber schon eine. Willst du mich verarschen? Hier ist nichts in dem ganzen Dorf. Moment. Und vielleicht noch irgendwas? Wahrscheinlich dann den Wasserfall hoch. Egal, weiter geht's. So. Was hast du denn sozusagen? Welche Sänger haben wir denn bekommen? Okay. Füße geschwollen, ja. Ich hätte gerne vor, was für Trainer sich durch dieses Tor kommen, wo Menschen sind. Keine Ahnung, du stehst da rum und ich weiß nicht, was du genau machst. Okay. Das ist ein TM. Moment, ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich jetzt hier muss. Es könnte gefährlich sein, was ich hier gerade mache. Da ist ein Item, das möchte ich haben. So, Beleber dann links scheint nichts zu sein. Okay. Sum, 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 badam, badam, badam. Jetzt habe ich irgendwas übersprungen, glaube ich. Lord Set. Okay. Hey. Du weißt bestimmt schon, was jetzt kommt, oder? Aber hallo, ein Kämpfchen. Klar, weißt du was? Wir kämpfen jetzt natürlich. Schließlich sind wir Pokémon-Trainer. Okay. Wie lange ist das jetzt her? Sana. Inikoro. Das war so klar. Warum habe ich damit gerechnet, dass sie eine Inikoro hat? Und sie ist gar nicht so schlecht im Level. Nur halt, Inikoro hat keine Chance gegen Lucario.
Wumms. Okay. So. Inzigon. Ist das die Weiterentwicklung von diesem Schleimdrachen? Oder was auch immer das... Also dieses Viech, dieses violette Viech, Knubbelsviech im Sumpf. Ja, ist es. Das ist im Aussehen nach ja, und dann ist das nämlich Ding nämlich rein Drache und schwach gegen Eisattacken. What? The fuck? Wie viel KP hat das Ding? Beulenherr hat natürlich nicht gewirkt, weil er mich nicht getroffen hat. Also nicht physisch angegriffen hat. Ja, physisch schon, aber nichts, nicht, mich nicht berührt hat, keinen Körperkontakt hergestellt hat. Na. Ja. Dumm. Alola-Stahl. Das Viech ist nicht ohne. Mit Erdbeben kann das einen ganzen Teil meines Teams auseinandernehmen. Aber zum Glück hat stimmt, Bodenangriffe. Lucario? Durengard? Fünks? Und Raichu? Ah, ich sollte irgendeinen von den Pokémon, von dem wir austauschen, gegen eins, das keine Bodenschwäche hat. Hm. Nicht gut. 55 Vaquana, okay. Okay, okay, okay. Nahkampf. Schusssteigerungshieb. Dafür habe ich einen Schwertanz. Nahkampf, sehr schön. So, kommt jetzt Sonnentag, den brauche ich nicht. So. Kommt jetzt die letzte Form von Dingens. Also setze ich Glurak gegen ein. So. Glurak. Yes. Und Flammenwurf. Was war das denn? Schützt sich selbst? War das Schutzschild oder war es eine andere Attacke? Das sah sehr seltsam aus. Okay. Aber wenn ich ihre Kampfmusik sehr gern habe. Also sie kommt, glaube ich, nur bei Sana. Ein Pokémon-Kampf gegen Freunde macht immer wieder mich immer wieder nervös. Yay. Okay. Irgendwie muss ich gerade an unseren Kampf damals in Aquarelia denken. Das war der erste Mal, dass wir uns einen Pokémon-Kampf geliefert haben. Hey, Lord Z und Taisana. Oh, nein, das sind die. Okay. Stellen wir gerade? Nein, überhaupt nicht. Was führt euch bei dir her? Dasselbe wie dich, Sana. Als uns der Prof von Lord Z berichtet hat, haben wir alles stehen und liegen lassen. Und sind gekommen, so schnell wir konnten. Lord Z, entschuldige, dass ich... Ja, voller habe. Wie wär's mit einem Pokémon-Kampf? Ah! So nicht alle auf einmal! Fiaro! Ist das die... Doch, das ist die letzte Form. Okay, das ist gerade ganz ungünstig. Ganz, ganz ungünstig. Feuerflug gegen Lucario ist ganz ungünstig auch für mich. Das lassen wir lieber mal. Akrobatik. Das könnte wehtun. Ah, das geht sogar. So, Donnerblitz. So. Das war's mit dir. So, dankeschön. Roserade, da wechseln wir doch glatt mal zu Phoenix. Phoenixis, so. Warum sage ich immer diesen komischen Namen? Ah. So. Dam, dam. Ja, er hat auch diese Musik. Irgendwie. So. Magieflamme. Das habe ich doch gegen Tino haben wir auch schon gekämpft. Yay, speziell sind Blättertanz. Das ist noch weniger Schaden. Okay. Flammenwurf. Stirb. So. Dumm, 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 dumm. Krebutak. Stimmt, du hattest Krebscore ganz am Anfang. So. Nochmal Raichu zum Einsatz. Yes. Dun, dun, da, da, thump.
Ah, ich muss mal wirklich überlegen. Ich muss ein Pokémon bei mir austauschen. Ich tippe mal ganz stark, dass. Aber. Entweder wird's. Ah, es ist schwierig. Blumengrad möchte ich auf keinen Fall. Also ich bin gerade wirklich am überlegen, weil ich ja wirklich gerade eben gemerkt habe, Boden ist ziemlich hart, was gegen mich ist. Das muss nicht sein. Aber schauen wir danach. Nano Turner fordert jemanden zum Kampf heraus. Ich glaube, ich bin im falschen Film. Durch die Erlebnisse in Chromlexia bin ich ins Grübeln gekommen. Wäre Lozett nicht gewesen, hätte es sich ein für alle Mal ausgetanzt gehabt. Deshalb will ich ihn noch besser kennenlernen. Und das eignet sich da besser als ein Pokémon-Kampf. Ich weiß, es klingt ziemlich eigennützig, aber das ist eben meine Art, Danke zu sagen. Tino, das ist ganz und gar nicht eigennützig. Ich finde es wunderbar, wenn Trainer wie wir einander über Kämpfe besser verstehen lernen. Aber zuallererst sollten wir deine Pokémon wieder aufpäppeln. Und jetzt dein Team. Jetzt kämpfst du gegen mich. Wo wir schon mal dabei sind, ich will dich auch herausfordern. Diesmal aber nicht in einem Pokédex-Vergleich, sondern in einem schönen Pokémon-Kampf. Oh. Tirno? Nee, Trovato. Tirno war der andere. Trovato. Raichu. What? Okay. Ich hätte Knochenarzt einsetzen sollen, ich bin ein Idiot. Egal. Es geht auch so. Fangen rubbeln. Drecksack. Blöder Drecksack. Noch nass. So. Geh weg. Blödes Raichu. So. Erfahrungspunkte. Du gerade erreicht ein Level, sehr schön. Du erreicht ein Level. Feuerwirbel. 35 Stärke. Nein. Kein Feuerwirbel für Glurak. So, Floorless. Das hört sich nach einem Pflanzen-Pokémon an. Also, kommst du. Und du trägst auch noch das Münzamulett, was noch sehr viel besser ist. So. Yes. Ach, ist das die letzte Entwicklungsstufe von Flabébé? Ich habe nur die zweite. Scheint mir fast aber so. Vertrauenssache. Drecksack. Spezialangriff gesenkt. Lass den Quatsch. Psychoschock. Bombs. Danke. Hält nein. Was ist das? Sichtlichter Nebel. Wird Feen-Wetterzauber oder Wettereffekt oder was? Geh weg. Danke. Yes. So. Die Werte sind echt. Wow. Alles über 100. Inzwischen. Was? Aerodactyl? Okay. Why not? So. Dun, 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 dun. So. Superschall. Yes. Bum, bum, und Surfer. Das haut dich um. Yes, aber was macht dieser Wettereffekt? Komisch. Kario reicht auch noch ein Level. Warte, wurde besiegt. Habe ich wohl unterschätzt. Ach was. Yay, ist Geld. Oh, traurige Musik. Was, Kart? Okay. Ich habe noch so viel zu lernen. Oder bin ich vielleicht einfach zu schwach? Du machst dir Sorgen, dass du zu schwach bist? Du bist ganz schön ehrgeizig geworden, Trovato. Ich glaube, diese Reise hat uns alle verändert. Vielleicht verdanken wir das aber auch unseren Pokémon und unserer Freundschaft. Irgendwer fehlt da aber noch. Apropos, wo
Wo ist eigentlich Serena? Ja, genau. Die trainiert gerade fleißig mit Mr. Mega. Sie meinte, wahre Freunde verstehen einander, selbst wenn sie nicht immer am selben Ort sind. Wahre Worte. Wie dem auch sei, wir haben noch etwas zu erledigen. Bis bald. Oh. Ich bin so froh, dass ich diese Reise gemacht habe. Sie hat mich an viele Orte geführt. Und in euch habe ich ganz tolle Freunde gefunden. Zudem bin ich eine Menge interessanter Menschen begegnet und habe viel erlebt, woran ich mich auch später noch gerne zurückdenken werde. Danke für alles, Igamaro. Hilozet, das ist von uns. Natürlich kriege ich jetzt Kaskade. So. Damit kannst du Kaskade im Kampf einsetzen, selbst wenn du noch nicht im Besitz des Arenarons von Fractalia City bist. Ich muss los, bis bald. Okay. Also können wir ihn erst einsetzen, wenn wir die Arena hinter uns gebracht haben. Okay, Tipps zu Trainer. Nach einem Tag in Nebelfeld eingesetzt wurde, hat ein Pokémon, die mit dem Boden in Berührung stehen, durch Drachenattacken nur die Hälfte des üblichen Schadens. Okay. Huch, wer seid ihr denn? Frag nicht, warum ich erinnere mich nur an Kämpfe, die ich verloren habe. Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, Frust und bittere Ansporn zum Sieg umzuwandeln. Okay, sagst du noch etwas Interessantes? Ah, Kinder müssen raus, dann ich verschluckt, blablabla. Gibst du mir was? War ein Geschenk meiner Großmutter anlässlich meiner Geburt. Okay, einen Arktipp habe ich aber auch. Oh, hier ist Schnee. Und ein Pokémon Center. Lass mich in das Pokémon Center. Dankeschön. Da sehe ich wen in der Ecke stehen und er bewundert die Wand. Mal wieder. Okay. So, und... Hey, ja. Nein, das da. Gib mir deine O-Kraft. Das ist ja geil. Okay, das ist eine Kraft, die ich definitiv leveln möchte. Nur die KP-Heilkraft ist eigentlich auch ganz gut. Ich nutze sie noch nie. Ich hätte vielleicht die anderen Leute auch noch sprechen sollen. Jo. Ja, ist okay. Wieder runter. Kennst du die Graciela, die Rastidea wohl? Das ist die Blume, mit der sich... Ach, wie hieß es jetzt, das kleine Igel-Pokémon? Weiter in seine Zenitform umwandelt. Ich habe ja eine Schwäche für Eis-Pokémon, aber ich kann ja auch irgendwie nachvollziehen, dass jemand Vorpokémon kämpft. Okay. Ja, stimmt, hier ist ja eine Eisarena. Haha, die nehme ich komplett auseinander. Ich habe drei Pokémon, die stark gegen Eis sind. Und eins, wo es relativ unempfindlich ist. Hey, lass mich in die Arena. Wie geht's dir, wenn du nach dem Arenenwetter suchst? Der ist momentan leider außer Haus. Der irgendwo im Irrwald aufhalten. What? Henrix, bizarre. Bro. Okay. Was haben wir denn hier? Das sieht sehr stark nach Winterklamotten aus. Definitiv. Wie kostet die scheiß Hose? Ah, im Moment nicht. Orangene Tasche und das Cappy. Das Cap. Das Ding. Ich bleib erstmal so, wie ich bin. Es ist aber auch überhaupt nicht kalt. Hier geht's. Der 21. Moment, wo? Na, ich zauber nicht meinen Trainerausweis. Da möchte ich gerade nicht drauf. Beutel. KT. Ach, das ist der Weg zur Liga. Was ich auch sehr geil finde, dass die letzte Stadt einfach mal den Weg dann zur Liga direkt hat. Was auch nicht in jedem Pokémon-Spiel der Fall war. Wo man teilweise ein bisschen noch rennen musste.
So, noch ein bisschen die Häuser hier erkunden. Jo. Ja, völlig gleich, natürlich. Bla bla bla. Gegen ein Pummelhof. Nein, ich habe kein Pummelhof. Hat das Pokémon dann irgendwas Besonderes oder ist das eins, das man nicht in dieser Edition fangen kann? Hm. Okay. Das sah gerade etwas sehr merkwürdig aus, als ich da über die Brücke gegangen bin, aber okay. So. Hey du. Wohin gehe oder einfach nur hier bleibe, ist mir allerlei. Sagen wir Pokémon. Jo, ist okay. Wer ist dein Pokémon? Attacke Tatami-Schild. War das dieses komische Schild, was Ding jetzt eben eingesetzt hat? Sohn hat eins den Zungenbrecher verlassen, um die Reise zu gehen. Ob sein Weg inzwischen wohl auch so erwachsen ist wie der deine? Moment, was? Moment, was sagt er? Mit entschlossener Blick und mein Sohn hat eins. Okay, wer bist du? Der Typ macht mir irgendwie Angst. Egal. So, was haben wir hier? Da ist so ein dickes Rex Blizzard. Was hast du? Von mir muss ich Pokémon dabei. Ich kann Caldeo und Melton eine Attacke beibringen. Oh, kann man hier die Spezialattacke? Du da, versuch mal das hier. Protzer. Natürlich. Protzer pumpt deinen Körper auf, um Angriff und Verteidigung zu verbessern. Gut. Vor dir ist ein alter Freund von mir. Okay. Da spricht sich für alles. Ja, ist okay. Wo Speckschicht meist sehr dumm bei sehr dummen Pokémon nur vorkommt. Okay. Steht also, wir kommen in der Region weit, weit weg. Also gerne das erste. Sie spielt Luftklavier. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Gehen wir da noch rein. So. Das sind noch was Interessantes eigentlich. Und die Tage bei Dodons Feuer. Ach so. Wie kann man die Dinges-Attacken lernen? Aber die möchte ich gar nicht haben. Ich finde die nämlich relativ dumm, kann man das sagen? Groß für die sehr unglaublich flexibles Pokémon. Was aus ihm wird, entscheidet verschiedene Faktoren, zum Beispiel welche Art von Entwicklungsstein es sich bei sich trägt und zu welcher Uhrzeit die Entwicklung einsetzt. Korrekt. Na, da war ein Item. I want the item. Ich sollte nicht auf den Rollerblades darunter rennen. Gehen wir lieber zu Fuß. So. Ja. Ist okay, was ist denn heute los? Ah, was macht mein Internetprovider da wieder? Es geht nicht an. Ich denke, das ist Richtung des Irrwalds verschwindet, was er dort wohl treibt. Keine Ahnung, aber scheinbar geht es hier in die Richtung dann weiter. Scheint der Irrwald zu sein. Ich würde mal sagen, da gehen wir in der nächsten Folge rein, wenn es wieder heißt, in Let's Play Pokémon Y. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.